Du kannst zur Übung auch alle Tonleitern in Gegenbewegung spielen. Die parallele Molltonart ist G-Moll. Bei der B-Dur-Tonleiter gibt es wieder Ausnahmen im Fingersatz, um den Daumen nicht auf einer Obertaste zu positionieren. In der rechten Hand beginnst du mit dem zweiten Finger. In der linken Hand beginnst du mit dem dritten Finger. Wenn du über zwei Oktaven spielst, musst du den dritten Finger auf das B geben. Bei dieser Improvisation soll die Solostimme kantabel, das heißt gesanglich und ausdrucksvoll sein. Es sind alle Töne erlaubt, das nennt man freitonal. Die Begleitstimme kann mit sekundengewürzte Zusammenklänge spielen. Unterlege einen Orgelpunkt, dieser bleibt für die Dauer deiner Improvisation liegen. Improvisiere die Solomelodie auch in der linken Hand und die rechte Hand spielt die Begleitakkorde. Nütze dabei die ganze Klaviatur aus. Wenn viele Obertasten im Pedal gespielt werden müssen, ist es notwendig, mit den Außenseiten der Vorderfüße zu spielen. Folgt eine weitere Obertaste, musst du von der einen Außenseite auf die andere rutschen. Das ist gekennzeichnet durch die Klammern. Noch eine Übung und ein Präludium und du kannst mit Band 2 beginnen.